Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute zeige ich euch unseren Garten, wie weit er schon ist von der Bepflanzung her, wo schon alles droh ist und geerntet und das alles haben. Dann fangen wir mal an. Das sind unsere alten Tomatenpflanzen, alte Sorten halt. Und da hängen die schon zwei dran. Mal schauen, wie die werden und wie es schmecken. Und dann unsere Preiselbeeren. Die sind schon rot, aber ich glaube, die brauchen noch ein wenig. Vielleicht nächste Woche, dass ich es aber tue und ernten tue. Und da sind unsere Erdbeeren. Aber welche Sorte weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Walderdbeeren sind oder normale. Ja, normale. Ich glaube normale, ja. Und da ist unsere Hortensie. Die fängt jetzt zu blühen erst da. Ziemlich spät dran. So, und das ist unsere Himbeere. Die wächst schon bis da. Die macht sich schon lang. Und unsere Hundsrose, unsere Hagebutten. Dann unseren Pfirsichbaum, der ist schon groß geworden, kräftig geworden, vielleicht trägt er nächstes Jahr schon Früchte, mal schauen. So, und das ist unser Zwetschgenbaum, da sind auch ein paar Zwetschgen drum, aber die sind noch nicht so weit. Ich habe bloß im Herbst wieder zugeschnitten. So, und das ist unser Birnenbaum. Aber der hat irgendwas an die Blätter. Vielleicht weiß jemand von Enk, was das ist. Dann schreibt es in die Kommentare. Da hätten wir uns gefreut drüber. Und das ist unser Apfelbaum. Blüten hat er oben gehabt, aber die sind ja am Ober gefallen, wo die Eisheiligen da waren. Ich hätte mich schon so gefreut auf die Äpfel, aber leider gibt es nichts. Und da ist unser Henne. Henne. Ja, unsere Henne. Ja, keine Ahnung, wie die heißt. Unsere Henne, die haben wir geschenkt einmal. Und da sind unsere Erdbeeren, die haben wieder frische Blüten. Da ist Erdblüte. Hier auch. So, und da sind unsere Freilandgurken. Hängen die alle drum. Und die Zwiebeln da hinten dran. Irgendwie ist einer das zu nass heuer. Aber eine ist schon dabei, die ist ziemlich groß, die werde ich jetzt bald abernten. Und eine schöne Biene. Wildbiene. Ich liebe Bienen. So, da haben wir dann die Knollen, die wo der Leon im Frühjahr da angesät hat mit mir. Das ist eine Blume davon. Die haben wir anhängen müssen, weil es schon umgeknickt ist. Die Rose. Die Rose haben wir versetzt. Von da hinten, wo wir umgebaut haben, da rein. Hat funktioniert. Das sind die Walderdbeeren. Ganz schöne kleine Erdbeeren. Dann haben wir jetzt die Zwiebeln, wachsen und gedeihen. Wieder Erdbeeren. Und da ist noch Paprika, aber die nagt irgendetwas an, Schnecken oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Schneckenfutter. Ja. Und unser Insektenhotel, sind da schon ein paar Tiere drin. Und ein paar haben sie wieder rausgemacht. Es rendiert sich schon sowas. Ja, ich mag gemacht.
Das ist unser Säulenkirschbaum. Ja, leider lag da eine Kirsche. Eine Kirsche haben wir heuer bekommen. Naja, besser als gar nichts. Selbstgebaute Salatgewächshaus. Haben meine Jungs geholfen. Aus den alten Platten vom Gewächshaus, wo der Sturm kaputt gemacht hat. Waren noch ein paar dabei und haben wir das hier zusammengebastelt. Ein paar Minuten. Okay, in 2 Stunden. Mit den Kindern. So, unser Salat. Jetzt wird er schon langsam nach 1,5 Monaten. So, jetzt kommen wir zu den Gurken. Das schaut nicht so toll aus. Aber jetzt habe ich es schon gedüngt. Da hängt schon eine lange Gurke dran. Die werden wir jetzt bald ernten. Ah, was sind noch Gurken? Da hängt eine Gurke dran. Da hinten hängt eine lange Gurke dran. Es hängen schon ein paar dran, aber werden dort nicht viel. Und unsere Tomaten. Da hinten ist eine kleine Mini-Cocktail-Tomate, die schon rot ist. Also von Tomaten kann man nicht jammern. Die werden jetzt schon langsam rot. Da. Und unsere Paprika, die werden jetzt auch schon Früchte dran. Da hängt die schon nicht dran. Grüne Paprika. So. Das. Aha. Unsere Tomaten. Das ist unser Weintraubenstock, den wir im Frühjahr eingesetzt haben, wo wir gesagt haben im anderen Video. Jetzt kräftigt er sich schon, blättert ab da. Vielleicht haben wir nächstes Jahr dann schon was. Droh. Kernlose Traubentomaten New York. Da wollen wir jetzt ein Kohlrabi, aber da wird irgendwie auch nichts. Das war. Das ist der Petersilie oder Dill oder irgendwie sowas, ich weiß jetzt selber nicht mehr. Das da hinten ist Petersilie, das ist der Kohlrabi und das ist der Lauch. Langsam wird er schon dicker, muss ich wieder zuschneiden. So, das war unser Hochbeet. Das ist mein Blaubeerstauden, aber leider hat das dieses Jahr nichts Druck gehabt. Wahrscheinlich wieder düngen und eine neue Erde rein. Und das ist unser Reich von Brombeeren. Ein riesen Brombeerstock. Schöne Früchte da dran, die schon schwarz werden. Und unsere Katzenminze, die Katzen gern mögen. Und unsere Knolle, ich weiß jetzt nicht, was das für eine ist, aber die tragt jetzt auch seine Blüte schon auf. Und das ist der. Der Kreh. Der Kreh, genau. Den habe ich erst düngt, weil irgendwie mag der auch nicht, also wie er sein soll. Die Erde muss ich nachfüllen. Ja, wenn wir mal die Tage mal drum kommen, wenn ich wieder frei habe. So, dann war's das für heute. Dann wünsche ich noch viel Spaß beim Anschauen und tschüss. Schönen Abend. Ciao, ciao.